Die bleibt treu. Gerade ja. Die. Willst du eine Wette machen? Ja. Wir machen eine Wette. Auf was wetten wir denn? Achso, ja, ich sag, die bleibt treu. Okay. So, aber die, lass sie mitbestimmen. Aber Freunde, etwas, was uns nicht demütigt, ja, was nicht zu allzu assi oder so ist. Sonst machen wir jeden Spaß ja mit. Der Verlierer muss was tun, schreibt es unten in die Kommentare. Und mit der Vorschlag mit den meisten Likes oder der am meisten genannt wurde, das wird dann zur Challenge. Und hoffentlich noch vor deinem nächsten Fußballvertrag, dann wird es nicht allzu peinlich für den neuen Verein für dich. Ich schwör's dir. Hula Bila in der dritten Folge hast du schon verloren. Hula Bila. Hula Bila, nein. Milieu-Mädchen halten zusammen. Mach die nicht. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Island. Vielleicht kann man das ja monetarisieren, indem wir den Namen nicht so aussprechen. Wir wissen ganz genau, wir werden mit diesen Videos kein Geld verdienen. Das wird alles wie bei den anderen Staffeln auch Geld bei uns sein. Wir freuen uns deswegen über Abo oder Like oder Kommentar. Nein, wirklich, keinen Spaß. Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns darüber unterstützt. Ich weiß, weil ich habe den Vorspann gesehen und habe zu Juri eben gesagt, als er reinkam, Freunde, wir werden mit den Videos kein Geld verdienen. Wir machen das wirklich zur reinen Unterhaltung, Belustigung für uns und euch. Und Freunde, ganz sensibel, weil bei diesem Format geht es hier viel um Aussehen, um sich daneben benehmen, Fremdscham, Fremdgehen, um das Äußerliche sehr. Ja. Das werden wir auch hier bewerten. Wer also von euch nicht damit zurechtkommt, dass wir hier über Aussehen von anderen sprechen, dass wir über das Verhalten über jemanden sprechen und das auch nicht nett, sondern einfach, wie unsere Meinung ist, für den ist dieses Video hier oder generell bei uns das nichts, ja, dann solltet ihr wirklich wegklicken. Ansonsten, wenn ihr das wollt, wofür dieses Format gemacht ist, nämlich, dass wir darüber sprechen und das alles natürlich in Form von Comedy und Fun und Spaß und nicht als Hate oder als was auch immer angesehen, dann seid ihr hier vollkommen richtig, denn wir wollen hier Spaß haben. Und das tun wir auch. Und deswegen gucken wir uns nämlich jetzt direkt an. Ich habe schon die Sneak Preview gesehen, viele von euch auch. Und wenn nicht, das kommt hier alles jetzt vor und lasst es uns anschauen. Schon der Beginn ist sehr cringe, weil die haben hier irgendwie so eine neue Sache eingeführt. Weißt du noch? Jottes Willen, wo die Männer die Augen verbunden haben und so, die Frauen entscheiden für die um ihre Freunde. Es ist so cringe. Das wird direkt schon heftig. Hol dich was zu essen, was zu trinken. Die Folge geht 45 Minuten. Mal gucken, wie lange wir hier brauchen. Vier Paare folgen ihrem Lockruf. Zwei Wochen getrennt voneinander in zwei Villen voller Verführungen. Die Paare erwartet die härteste Probe, die es unter Liebenden gibt. Und noch sind alle zuversichtlich, dass ihre Liebe den ultimativen Treuetest besteht. Nein, aber ich mach nichts, keine Sorge. Nee, kein Küssen, nichts anderes. Genau. Ein bisschen flirty vielleicht noch, vielleicht noch ein bisschen touchy. Du kannst ja nicht immer so einen Quatsch sagen. Du musst ja konkreter sein. Du musst sagen, was darf man, was war denn touchy, das ist doch Bullshit. Da kommst du ziemlich dümmlich rüber. So, was soll ich sagen? Okay. Das geht nicht. Okay, das erste Pärchen. Ich bin die Ellie, bin 25 Jahre alt und ich arbeite im Customer Care. Ich bin der Credo, ich bin auch 25 Jahre alt und arbeite im Hotelmanagement. Ah, das war das Pärchen, wo sie eine spezielle andere Berufswahl hatte vorher. Wir kennen uns schon seit knapp 6 Jahren, aber sind seit 2 Jahren offiziell zusammen. Anderthalb Jahre schon. Und ja, das ist ein Streittipp. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Partymensch bin. Allerdings gefällt mir Alkohol und Musik ziemlich. Also doch. Ja, leider hatte ich in meiner Vergangenheit viel Erfahrung mit Untreue. Ich war leider kein Musterknabe. Okay, also er war kein Musterknabe. Mhm. Ja, die Ellie hat damals Escorts betrieben. Das war ein schwieriges Thema. Wir haben das überwunden. Halt, darüber möchte ich einfach nicht mehr reden. Insgeheim muss ich sagen, dass Credo da vielleicht Probleme hatte. Dass er halt denkt, dass ich irgendwie doch Spaß dabei hatte. Dass ich generell locker bin und generell halt mir auch mal so ein Ausrutscher passieren könnte. Okay, das allererste, was ich zu Prater gesagt habe, war, die hat Geld verdient. Das ist ein Mädchen in diesem Bereich. Es gibt einmal die voll tätowierten, diese Assi-Touch, die, ne? Und es gibt einmal dieses Studierende, dieses Mäuschen von nebenan, was wirklich im High-Class-Segment tätig ist, die keine Tätowierungen hat, der man das nicht ansieht, ne? Mhm. Dass sie diesen Beruf ausübt. Deswegen habe ich gesagt, die wird schon gut Geld verdient haben. Das ist das, was die Gentlemen, mit denen die Frauen, mit denen die rausgehen, mit den Damen wollen und bevorzugen. Das Ding ist halt einfach, was ich richtig gut finde, dass die da offen zu steht. Finde ich richtig gut. Nicht so wie so eine Christine,
ne, die das so, wo die Bild-Zeitung das aufgedeckt hat, dass die das gemacht hat und die jetzt immer verheimlicht hat und über andere schlecht redet, ne? Die steht da ganz offen zu, ja, was ich richtig, richtig gut finde. Richtig gut finde. Und was ich halt schade finde, ist, dass der Typ dann denkt, nur weil sie das beruflich gemacht hat, eine Zeit lang einfach, dass sie da deswegen lockerer ist, was Fremdgehen angeht. Entschuldigung? Ich ja, finde das... Das vermutet sie. Ja, ja. Ja, nee, das hat er ja gesagt. Dass sie, dass er das gesagt hat. Ach so, dass er okay. da ein Problem mit hat. Und da kommt auch gleich auch noch was zu, was die Eltern halt auch dazu sagen. Da sage ich gleich was zu. Achtung. Ich werde mich auf jeden Fall nicht verführen lassen. Musik aber mein Auge wird sich auf jeden Fall freuen, dass er was Schönes zu sehen hat. Und damit macht es die 2 Wochen einfach dann nur angenehmer. Nicht so viel Alkohol trinken, ne? Ja, das kann ich dir leider nicht verbrechen. Verlierst du leider deine Hemmungen. Bei denen habe ich allererst haben wir gesagt, das ist ein Fake-Pärchen. Das ist ein Fake-Pärchen. A, denke ich bei ihm persönlich, meine persönliche Meinung ist, dass er eigentlich auf Männer steht. Ja. Ne? Was in meinem Kontext keine Beleidigung ist, sondern einfach nur von meiner Meinung, wo ich denke, er würde auf Männer stehen. Das hast du auch direkt gedacht. Ich habe auch von euch haufenweise Nachrichten bekommen, dass ihr das auch denkt. Aber darauf bin ich erst geschlossen, wenn ich gemerkt habe, diese Chemie zwischen den beiden, ob das real ist. Und dann so von der Art her, weil er sie halt nicht so küsst und dachte ich mir so, genau. Ne? Er küsst sie ganz komisch. Dann dachte ich mir so, der widert den doch irgendwie an. Genau. Ja. Da steht auf Männer. Ne? Ja. Also guck mal selber, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so findet. Guck mal. Das kriege ich schon gut hin, auf jeden Fall. Also das wird schon eine lustige Story auf jeden Fall. Die Party sauber dich sowieso rauslassen, aber das wirst du genauso auch. Machen. Von dem her, glaube ich, wird es eine ganz lustige Zeit. Ganz komisch, wie die auch gegenüber sitzen. Weil er mit verschränkten Armen so, ich weiß nicht. Ja. Oder auch das jetzt. Ich bin 22 Jahre angehender Tätowierer und musikalischer Künstler. Und ich bin die Jessie, bin 21 Jahre alt und bin Bürokauffrau. Also wir kennen uns schon seitdem wir Kinder waren. Also ich habe sie damals immer vom Schulweg nach Hause begleitet gehabt. Temptation wird richtig geil. Geil. Einfach nur ich glaub geil. Auch. Party, geile Leute, geile Vibes. Ja. Heftig. Der fasst sie nicht. So ein bisschen immer nur so. Und ja. Das ist alles ein bisschen komisch. Ja. Also die Zeit wird krass. Du bist mir nicht egal. Unsere Beziehung ist durchwachsen. Da guck mal, wie der die jetzt küsst. Achtung, Achtung, Achtung. Sag ich mal, harte Zeiten durchgemacht haben, beide. Also das, ja, Untreue in der Hinsicht jetzt nicht, aber unehrlich. Da wieder. Würde ich mal sagen. Guck mal, der macht gar nicht, der küsst sie gar nicht leidenschaftlich, sondern nur so. Ja, ja. Und das hat mich, und dann habe ich seine Art angeguckt und habe gesagt, maybe er ist sehr feminin, es könnte also sein, ne? Dass er vielleicht auf das andere Geschlecht steht. Warum wir eigentlich auch hauptsächlich hierher gekommen sind, wir wollten es selber mal kurz testen. Also sie eher mich im Endeffekt. Wir wollten was erleben, auf jeden Fall eine geile Zeit miteinander verbringen. Auch einfach coole neue Erfahrungen. Genau. Ja, ganz komisch. Und am Schluss wird die Beziehung so richtig gegen die Wand gefahren. Und dann? Bist du selbst dran schuld? Ja, nee, vielleicht ja, aber du. Baby, wir wissen beide, ich mach nichts. Ja, wir wissen auch beide, ich mach nichts. Ja, sehen wir dann. Nächstes Pärchen. Ich heiße Michelle, ich komme aus der Nähe von Karlsruhe, bin 23 Jahre jung und bin gelernte Bauzeichnerin. Okay. Ja, mein Name ist Marc Robin, ich bin 26 Jahre alt, komme auch aus dem Kreis Karlsruhe. Ich bin Schweißer vom Beruf. Wir sind fast 6 Jahre jetzt zusammen. Ja. Okay. Fast. Was mich an ihr stört, ist die Sturheit, die Kritikunfähigkeit, teilweise unaushaltbar, mir fehlen schon die Worte. Satan bleibt halt Satan. Die werden es sehen, die Phasen kommen, diese armen Typen, die mit dir in der Villa hocken. Okay. Er stellt mich jetzt als Teufelin, am Ende wird er die richtige Drecksau vielleicht sein. Ja. Ja, vielleicht sehen wir ja dann. Ja, sehen wir dann. Cringe, ne? Freunde. Ja, wir machen bei den Testen alle mit, weil wir uns zu 100% testen wollen. Ich bin ganz einfach gestrickter Mann. Theoretisch hat jede Frau bei mir tatsächlich eine Chance. Also, wortwörtlich, er ist ganz einfach gestrickt. Bei ihm hat tatsächlich jede Frau eine Chance. Ja. Oh, das will doch jede Partnerin hören, oder? Vor dem Start von Temptation Island. Vor dem Start von dem Format. So. Ja. Ja, ist nicht schlimm, wird egal. Ah ja, what the fuck? Georgie, Georgie, wollt ihr aus Sushi? Komm her. Ja, komm her. Oh, schwupp. Und bei ihr nicht. Ich weiß, Körper ist zu lang. Die Musik permanent immer da drunter. Wirklich. Horror, es wird ein Schnitt für dich. Es tut mir leid. So, das ist auch ein ungleiches Pärchen, ganz krass vom Aussehen her. Ich hoffe, dass ich dir glauben kann. Du kannst mir glauben. Und du kannst mir glauben, ich versprich's dir. Danach gehen wir zusammen raus als glückliches Couple. Genau. Wir sind Mann und Frau. Wir sind Mann und Frau. Genau. Premiere. Aha. Mein Name ist Glory. Wir sind jetzt seit fast 2 Jahren zusammen. Vor einem Jahr haben wir sogar geheiratet. Okay. Oh, mit dieser Musik, das wird so nervig für dich, Juri zu schneiden. Oh,
So. Ich bin stur, er ist stur und er hört nicht zu. Sie ist schlau, ich bin nicht so schlau. Und dann manchmal fühle ich mich, wie wenn ich mit einer Taube diskutiere und sie versteht sowieso nicht. Also ja. Das ist so bei uns. Das ist gut. Also einer der Punkte, die mich richtig an Nico stört, ist, dass er sehr unselbstständig ist. Also Zahnarzttermine, okay. Hier alles für Temptation Island, die Vorbereitungstermine, habe ich alles organisiert. Und mich nervt es. Ich will eigentlich einen Mann, der ein bisschen selbstständig ist. Ja, und warum heiratet man das dann, wenn man eigentlich einen anderen Mann will? Das ist eine gute Frage. Ich finde es sogar eigentlich cool, mal ein bisschen entspannen. Ich lieb's. Wir verhandeln wie auf dem Bazar. Also das heißt, wenn er möchte, sage ich, okay, ich möchte eine Massage. Und dann, wenn das verhandelt ist, dann gibt's erst Sex. Und dann kriegt man. Aber kein Bock. Sie hat ihre Massage gekriegt und dann 5 Minuten. Ja, wie bei uns mit der Messertasche, ne? Und mit der Cola gerade eben. Ja. Okay, Lola ist am Start. Hey. Lasst euch drücken. Ja, moin, hello. Also ich hoffe, dass wir zusammen aus dem Temptation Island rausgehen, weil ich ihn über alles liebe. Und ich weiß, dass er mich auch über alles liebt, aber ja, we will see. Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Temptation Island. Ja, hello. Ja, wie läuft's bei uns, Maus? Also im Moment läuft es eigentlich sehr gut, würde ich sagen. Genau, das wollen wir auch so stehen lassen. Wir sind happy miteinander und freuen uns, dass wir auf jeden Fall danach wieder zusammen rausgehen und uns eine schöne Zukunft aufbauen können. Du willst es natürlich so stehen lassen, ich natürlich nicht. Ich bin ja da, um nachzubohren. Deswegen, ihr hattet ja auch schon Probleme bei euch in der Beziehung. Was am Anfang, war da los? Ja. Wir haben halt eine besondere Beziehung. Wir haben besonders gestartet. Achtung. Ellie hat damals Escort gemacht. Genau, ich habe sie in der Zeit kennengelernt. Und bist du weiter oder soll ich? Genau, irgendwann hatten wir halt entschieden, dass es so nicht weitergehen kann quasi. Mhm. Dass, wenn wir richtig zusammen sein wollen, dass es halt wichtig ist, dass ich damit aufhöre. Redo, deine Familie, die weiß ja wahrscheinlich auch von ihrem ehemaligen Job. Ja, wissen sie. Das ist ein Problem für die, oder? Ist es dann halt so gewesen, dass der Bruder heiraten wollte, ne? Katholisch, sind auch streng katholisch. Ich war natürlich nicht eingeladen. Also, sie meinten halt, sie wollen ja das Beste für ihren Sohn. Die meinten, du bist auch nicht jünger, du musst dir was suchen für die Zukunft. Und das hat keinen Bestand. Da ist mir der Kid aus der Brille gefallen, als er das gesagt hat, weil sie sich entschieden hat, über einen gewissen Zeitraum ein Escort zu sein. Ein Escort ist auch übrigens, in dem High-Class-Segment hast du einen Job die Woche. Ja, so. Vielleicht 2 Maximum. Weil sie das getan hat und offen dazu steht, wird sie nicht auf der Hochzeit von dem Bruder eingeladen. Hilfe, ich muss los. Was ist mit dem Typ los? Dass der Typ mich sagt, hör mal, tickt ihr noch ganz sauber? Die werten sie ab, laden sie aus, weil sie Geld für eine Dienstleistung mit ihrem Körper nimmt. 2022. Du hast jetzt gesagt, das sage ich jetzt. Okay. Den Eltern ist es also lieber, dass die ein Mädchen hat, dass er ein Mädchen hat, die am Wochenende sich für eine Cola für 3,50 ohne Schutz, ohne alles, hier in Düsseldorf ist das gang und gäbe, im Hyatt bepflanzen lassen. Das ist denen lieber, die das dann verheimlichen und das wäre jetzt lieber, oder was? Hör mal zu, was ist? Klar gibt's auch die goldene Mitte, Frauen, die beides nicht machen. Ja, aber was ist los, einen Menschen deswegen auf eine Hochzeit nicht einzuladen? Hör mal zu. Spätestens da hätte ich meinen Eltern ein Signal gesetzt und jetzt ist Feierabend hier. Ich liebe die Frau. Wir haben uns damit arrangiert. Sie macht es nicht mehr, wenn wir zusammen sind. Und fertig ist der Lachs. Und entweder ihr akzeptiert das oder wir kommen beide nicht. Das müsste er sagen. Ja. Sie hat nichts Verwerfliches gemacht. Sie hat keinen anderen Menschen verletzt, erniedrigt, beklaut, gestohlen. Sie hat nichts Kriminelles gemacht. Sie hat nichts getan. Sie hat einfach nur sich entschieden, ja, ich mache jetzt, weil ich Bock drauf habe, mache ich jetzt Escort. Sie hat nicht irgendwo am Straßenstrich, selbst das wäre es noch nicht mal, eine Entschuldigung, dass die Eltern die Freunde nicht einladen. Aber da könnte man sagen, das ist schon grenzwertig, mit einer Frau zusammen zu sein, eventuell, die wirklich irgendwie 15 Jahre im Milieu war, ganz unten auf dieser Leiter und dann irgendwie ins normale Leben zu integrieren. Ich kann so sprechen, weil ich weiß, ich komme aus diesem Milieu in der Richtung und so, aber selbst da nicht, ja? So, aber das Mädchen hat Escort gemacht. So, was ist jetzt los? Man kann sagen, ja, ich finde das nicht gut. Ich respektiere, dass du es getan hast. Ich finde das nicht gut, aber das ist ihr Leben. Es ist ihr Körper, ihr Leben, freie Entscheidung. Ey, und die hat noch Eier und steht dazu. Weißt du, wie ich meine? Ja. Da kommen da so Eltern daher. Selber ist der wahrscheinlich der Schlimmste. Wir werden das ja noch sehen. Wir halten den Typen ganz genau im Auge. Und mal gucken, was die Eltern dann sagen. Ja, vielleicht sagen sie dann zu ihr, oh, such dir lieber einen vernünftigen Mann für die Zukunft, weil ich glaube, der taugt's nicht. Ich bin ganz gespannt, Freunde, wie er sich verhält mit den ganzen gebuchten Mädels, die praktisch wie Escort sind.
müssen wir mal so sagen, Butter bei der Fische. Die gehen ja auch mit den Männern, wenn sie wollen, intim und wir wissen, was wir, ich kann das nicht so sagen, ich hoffe, das bleibt der Grün, das Video. So, und das ist dann okay, das darf der Sohn dann machen, das geht dann, oder was? Wir werden sehen. Ey, ich krieg da so einen Hals, ne, das ist so, das arme Mädchen, guck doch, hier tut doch keine Fliege was zuleide. Und dann, ne, also wirklich, unfassbar. Echte Zeit für mich, dass Ellie damals Escort gemacht hat. Allerdings, nicht jeder Mensch ist perfekt, jeder hat seine Facetten, ich komme drauf. Was hat das damit mit perfekt sein zu tun? Ja, das ist die... Was hat das mit perfekt sein zu tun? Nicht jeder Mensch ist perfekt. Hey, was laberst du für eine Scheiße? Sie ist perfekt, so wie sie ist, weil sie sich dazu entschieden hat und steht dazu. Ja, also, I don't get it, ich kann's nicht verstehen. Das ist ja auch immer so, wenn einer wegen meiner Vergangenheit oder so, es passiert ja gar nicht mehr, ne? Weil ich halt die Fresse, verpiss dich. Wenn ein Typ mir sagen würde, ja, das, du bist halt nicht perfekt, weil du hast halt dich ausgezogen für Geld. Halt die Schnauze. Ja? Ja, labe ich nicht voll. Weißt du, was ich meine? So, das arme Mädchen, dadurch denunziert er sie ja, dass er das sagt im TV. Ja, kein Mensch ist perfekt. Als wenn sie wirklich einen Fehler gemacht hat, der wirklich verachtenswert ist. Andere Menschen beklaut, bestohlen oder misshandelt oder Tiere gequält, Menschen gequält, keine Ahnung. Nee, die hat einfach nur diesen Berufszweig gewählt. Hm. Oh, Hilfe, Freunde. Das ist für mich ein Thema, ne? Oh, genau meins. Also ich mache bei dem Tilchen auf jeden Fall auch mit, weil ich Credo beweisen will, dass für mich dieser Escort-Shop ein Kapitel in meinem Leben war. Es war für mich ein Job und nichts mehr. Aber ich kann treu bleiben. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Natürlich. Hat sie auch nicht. Michelle und Mark Robin. Oh, dass dann auch Menschen denken, dass der Partner dann denkt, nur weil sie dafür Geld genommen hat, ja, dann gehst du du gehst eigentlich durch die Stadt und machst permanent die Schere, oder? Ja. Die sieht einen Mann und macht scheint direkt hier den hier, oder was? Das ist bei vielen erstmal der logische Ding so. Das ist kein logischer Menschenverstand, das ist ein dummer Menschenverstand. Ja, das ist für den logisch. Logischer Gedanke ist für die. Ja, aber das ist so dämlich. Ja, die rennt durch die Straßen und sagt erstmal, Männer, bespringt mich. Oh Gott, Hilfe, Freunde. Es gibt hier kein Paar, was sich so lange kennt wie ihr zwei. Ihr kennt euch seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren zusammen. Was ist das Geheimnis eurer Beziehung? Dass man zwischendurch immer Schuss hatte. Wir lieben uns, aber wir sind halt auch eher beste Freunde. Kann man schon so sagen. Ja. Ich habe erfahren, dass ihr nicht komplett zusammen wart die letzten 6 Jahre. Also anfangs war es eher wegen Gerüchten, weswegen wir uns getrennt haben. Was waren das für Gerüchte? Dass er Kontakt mit anderen Frauen hatte. Es hieß halt auch schon intimerer Kontakt. Ne? Kontakt war da irgendwas dran? Ich verstehe, warum wir hier sind. Ich bin auch gerne hier. Wir testen das, ich werde es ihr beweisen und werden ja sehen. Jessica und Abdu, ihr seid die Küken hier im Nest. Ihr seid die Jüngsten, die wir hier dabei haben. Es geht. was geht? Es wird richtig heftig. Es wird also wir werden die Bude auseinandernehmen, auf jeden Fall, wir werden Party machen. Ihr habt eine ganz süße Liebesgeschichte. Ja, seitdem wir eigentlich im Kindergarten, Grundschule waren. Wow. Ja. Also kann man sagen, es ist die erste große Liebe, oder? Ja. Wo ich mir meine Zukunft ausmale, Ja, was malt ihr euch denn so aus für eine Zukunft? Ja, wir wollen auf jeden Fall in ganz Zukunft heiraten, Kinder bekommen, schönes Haus. Garten mit unseren 2 kleinen Babykatzen. Love Story. No. Ich glaube, das ist auch irgendwelche Fehler, die du bisher schon begangen hast. Die gibt's ja. Dachte ich mir, deswegen frage ich, welche denn? Also, ich habe mal in der Vergangenheit mit einer Person geschrieben, mit der ich nicht schreiben hätte sollen. Das fand ich nicht so cool. War auch nicht cool, sehe ich auch ein. Ich habe mich entschuldigt, fand ich auch eklig von mir selber. Was hattest du denn geschrieben? Nicht cool. Dass sie da mal gerne vorbeischauen würde, dass wir uns da mal ein bisschen austauschen, körperlich natürlich, ne? Kennt man. Fällt mir schwer, das alles zu glauben. Ja, ich glaube das auch nicht. Wir sind aus dem Grund hier, weil es halt eben in Vergangenheit schon zu den ein oder anderen Unehrlichkeiten kam und deswegen das Vertrauen nicht mehr so ganz da ist und deswegen will ich den kleinen Herrn hier mal testen. Momentan sind wir noch gute Dinge auf jeden Fall. Du sagst momentan? Wir sind gute Dinge, dass wir da gemeinsam ausgehen. Sorry, mein Fehler. Ich mach nur klare Dinge hier. Cringe, ich frag nur lieber nochmal nach. Cringe, ne? Unangenehm. Man merkt irgendwie voll, dass die irgendwie lügen. Unser letztes Paar schreibt regelrecht Geschichte und zwar jetzt schon, weil es ist eine Premiere bei Temptation Island. Ihr zwei, ihr seid nicht nur in einer Beziehung. Wir sind verheiratet. Richtig. Hey. Ihr seid verheiratet. Dankeschön. Das ist natürlich krass, vor allem, dass ihr zuerst geheiratet habt und jetzt die Beziehung testen wollt. Ja, ehrlich, ich bin falsch rum, ne? Oder seid ihr ganz locker? Eigentlich war ich richtig cool bisher. Ja, sie ist sehr aufgeregt. Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Ich auch. Ich bin sehr eifersüchtig deswegen. Aber hast du jetzt auch schon betrogen oder habt ihr euch nicht betrogen? Nee,
Ihr zwei nicht. Klar, nicht dir. Beidseitig nicht. Nein. Nee, ich liebe sie so sehr. Ich meine. Ich liebe ihn so sehr. Ich habe ihn innerhalb von 2 Wochen um meinen kleinen Finger gewickelt. Ja. Und da muss man nur ein bisschen taktisch vorgehen. Und ich hoffe mal, dass da keine Frau so intelligent ist wie ich und das hinkriegt. Die Info war jetzt sehr interessant. Er hatte innerhalb 2 Wochen. Okay. Ja. Freunde, oder? Danke für die Info, oder? Danke, danke für die Info. Treu bleibt, ist er richtig dumm. Er muss erstmal eine Frau finden, die das alles macht und alles für ihn, also das, was ich alles gemacht habe für ihn, macht. Wenn jemand versucht, mich zu verletzen, verletze ich den davor. Okay. Liebe Frauen, liebe Männer, ihr seid natürlich aus einem... Das ist so eine, die hat permanenten Drang zu sagen, so eine wie mich kriegst du nicht, nochmal, ja. Ich mach alles für dich. Das wird auch gleich richtig unangenehm, wenn die Frauen reinkommen. So permanent zu sagen, ich habe das ja auch mal in den 3 Jahren zu dir gesagt, so, weil das Fakt ist, aber ich muss dir das nicht permanent unter die Nase reiben, weil ich halt auch weiß, dass so einen wie dich auch nicht nochmal bekomme. So, was ist das denn? Und wenn die es hat, zeugt von wenig Selbstbewusstsein schon mal. Hm? No. Oh. Ja. Ihr wollt eure Beziehung testen, ihr wollt eure Liebe testen. Ja. Dafür fehlt natürlich noch was. Ah. Die Damen, okay, lasst sie reinkommen. Gab's noch nie, jetzt zum allerersten Mal. Liebe ja, die Frauen, müssen sich die Augen... Ihr werdet die Verführerinnen vor euren Männern sehen. Ach, cool. Ihr habt an euren Stühlen eine Augenbinde. Echt? Genau, die müssen die drum machen. Die für die nächsten 2 Wochen euren Platz einnehmen. Okay. Okay. Hör sie, ich höre die kommt. Irgendwie sowas. Das ist bestimmt witzig. Warum machen wir das? Was ist mit euch? Liebe Single-Ladies, schön, dass ihr hier seid. Erstmal herzlich willkommen bei Temptation Island. Die Männer sehen ja nichts, aber was ich verraten darf, liebe Männer, die Frauen sehen grandios aus. Das stimmt. Danke für die Info. Meine lieben Frauen. Und, was sagt ihr? Mir fehlen die Worte. Sind alle ganz hübsch, ne? Ja. Echt? Leider. Mein Herzschlag war auf 180. Natürlich, ich bin aufgeregt. Die ganze Situation ist ungewohnt. Keine hässliche dabei. Leider. Aber Aussehen ist ja nicht alles, ne? Genau. Der Charakter zählt, denke ich mal, mehr. Die haben brutale Körper. Da muss man schon echt mal durchatmen. Liebe Frauen, ihr dürft jetzt alle gleich nacheinander vorgehen und die Single Ladies ganz genau inspizieren. Und welche Frau die größte Verführung für euren Partner wäre. Und jetzt wird's cringe. Das wird so cringe, das ist so schlecht gespielt. Freunde, haltet euch fest. Achtung, ich kann gleich hingucken, ich muss mich ablenken. Hallo. Du lass uns halt nach vorne gehen. Das ist so cringe. Mach ich gerne. Die Nummer 1 macht das. Du bist nicht die Nummer 1, du musst aufpassen, dass dein Scheiß Herz nicht gebrochen wird. Wurde dein Scheiß gebrochen? Weil wenn du dich verliebst, dann kannst du mir danach erzählen, wie es dir gegangen ist. Oh. Mach ich. Dankeschön. Okay. Gerne. Ich freue mich auf die Zeit. Oh Gott. Du brauchst gar nicht so doof lachen, weil ich bin nachher die lacht. Honey. Hier, verheiratet. Frauen ohne Selbstbewusstsein sind nicht süß. Ich bin selbstbewusst. Aber nicht süß. Ich habe so eine Menschenkenntnis an ihrem Blick, habe ich gesehen. Ich lege mich auch, wenn dein Mann tot ist, betrunken im Bett liegt, lege ich mich zu ihm, dass es geile Bilder für die Kamera gibt, um dich zu verletzen. So schätze ich sie ein und deswegen habe ich ihr dann die Ansage gemacht. Michelle, du bist dran. Oh je. Das wird auch cringe jetzt. Da haben sie schon böse Blicke, mein lieber Shirley. Hattest du schon mal was mit einem vergebenen Mann? Natürlich, schmeckt. Alles klar. Die sind voll nicht schlagfertig, die Temptation-Frauen hier. Weil wenn einer gesagt hätte, ja, verheiratet, ja, schmeckt, hätte ich gesagt, ja, das ist das Einzige, was du kriegst. Immer die Nummer 2 zu spielen. Immer nur eine Affäre zu sein, hätte ich schon gesagt. Du, Baby, du hast ganz andere Dinge gesagt. Ja. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, aber... Die werden zwar alle nicht ausgestrahlt, weil die nicht werbefreundlich sind und so, aber sonst... Genau. Okay, das war so viel des Guten. Lässt sich voll einschüchtern von so einer da. Aber mein Gott, sie kann es probieren. Ich schätze mal, dass er nicht bei rumkommen wird. Testen wir es aus. Jessica. Ja. Yeah. It's your turn. Such Thank you. Raus. Ja, bei dem Fake hier. Ja, komm. Interessiert keinen. Heiß dich zusammen, okay? Wenn du jemals die in der Mitte zeigst du dir, datest, köpfe ich dich. Warum musst du mir zeigen? Zeigst du dir. Aber die ist eh nicht hübsch. Ach so. Lisa. Ich hab sie auch gewählt. Ja, die ist eh nicht hübsch, wenn du die... Boah, das kann immer sagen, da ist keine hässliche dabei und dann die wählen und dann, aber nee, die ist eh nicht hübsch. Ja, sie versucht ihn subtil zu manipulieren. Super. Ja, ich weiß. Noch ein bisschen dumm dabei, aber geht. Hey. Egal, was du versuchst, du hast trotzdem keine Chance gegen mich. Es liegt in seiner Hand. Ich werde gut auf ihn aufpassen, mach dir keine Sorgen. Du hast das schlecht gespielt. Wir werden eine gute Zeit haben. Das macht das Ganze so schlecht, ne? Unangenehm, ne? Und die schlagfertig macht so. Ja. Die sagt, die Verführerin sagt, ich passe gut auf seinen Mann auf. Ja. Und die sagt sofort aus Konter, ich hoffe nicht. Ja. Was ist das? Okay. Wow. Wow. Ja, ist. Die dritte von links auf gar keinen Fall ganz vorne. Niemand. Nico und Gloria, was wird da hinten gequatscht? Nichts.
Ich krieg alles mit. Was sagst du ihm? Wenn er auf gar keinen Fall wählen darf, weil ich sie jetzt schon hasse. Ihr macht hier den ultimativen Treuetest. Das heißt, ihr testet eure Beziehung und ihr sollt es euch ja selbst nicht einfach machen. Wählt die größte Versuchung, damit ihr auch wirklich den härtesten Test habt. Mhm. Ich war eine Dumme. Nico, du darfst als Erste wählen. Ich muss. Welche der Single-Frauen ist am heißesten? Der muss nicht überlegen. Zweite. Ja, finde ich aber gut, ne? Er hat schon mal den Wunsch erstmal respektiert, genau, der Partnerin. Okay, dann begrüßt euch gerne mal kurz. Sie sieht nicht billig aus, der Style gefällt mir. Muss ich sowieso positiv aus, und ich meine. Ja, die tut keiner Fliege was zu leider. Ich freue mich sehr auf jeden Fall für die geile Zeit mit ihr. Also irgendwie müsste ich hier noch mit dem Tacheles reden irgendwo. Können wir mal ums Eck gehen? Dann reiß ich ihm den Kopf kurz ab. Kannst du bitte deine Hand? Oh mein Gott, was ist los mit der Ollen? Viel Schluss. Kannst du bitte jetzt mal die Hand auf mein Bein legen? Hör mal zu, entweder der macht das wie die Doreen, entweder der macht das von sich aus so. Aber die schiebt sich ja jetzt schon richtig Filme. Die geht ja richtig kaputt da in den nächsten Wochen. Hilfe, Alter. So bin ich ja noch nicht mal mit dir. Nein. Und ich bin schon dominant, aber das ist ja next level hier. Kannst du mir bitte mal die Hand auf mein Bein legen? Was ist denn los mit dir? Eben noch die Hand geküsst und so, weißt du? Und der ist ja echt noch fromm hier. Credo, du bist dran. Ich bin dran. Welche Frau findest du besonders sexy? Er muss das da genau gucken. Hi. Wer bist du? Hi. Helena. Hi. Hi, Helena. Du wusstest. Gutes Gefühl getroffen. Meinst du? Yes. Oh, deine Freundin meine ich auch. Sehen sie wirklich ziemlich tasty aus? Tasty. Wie so kleine Bonbons nebenbei. Tasty Bonbons? Oder so Murmeln, mit denen man spielen kann. Verstehst du? Murmeln, mit denen man spielen kann, mit denen man einfach. Das ist einfach so ein Unterhaltungsprogramm. Es schmeckt tasty. Es sind Kugeln, mit denen man ein bisschen spielen kann. Oh Gott. Weißt du, dann kommt der wahrscheinlich von so einer, von so... Sag's nicht. Nee. Aber haben Ansprüche, dass die nicht zur Hochzeit kommen darf, die Partnerin. Nee. Aber selber wahrscheinlich dumm wie ein Toastbrot, weißt du? Oh. Und haben gerade mal Klasse 1 bis 4 absolviert. So welche. Witziger. Ich dachte auch genau, dass er sie auswählt. Hast du sie genommen? Ja. Ernsthaft? Ja, ich wusste es einfach. Das ist Zufall. Abdul. Du bist dran. Welche Frau ist für dich die größte Versuchung? So gut kennen wir unsere Männer, ne? Das war mir klar. Mhm. Süßes Gesicht. Hinter dem Süßen steckt ein bisschen Böses. Marc Robin, du fehlst noch. Ich nehme unten die Dunkelhaarige. Keiner nimmt die Arrogante von der ersten Reihe. Ja, aber wir wissen. Ha? Ja, weil sie sich nicht trauen von den Frauen. Gleich in der Villa, gleich am ersten. Pass mal auf. Ihr dürft euch schon mal ready machen für die erste Partynacht. Danke euch. Soll es auch schaffen, oder? Mit 26 Jahren? Schniedel wird es unter Kontrolle haben. Jetzt bin ich richtig angespannt. Vor allem mir war so klar, dass du die nimmst. Jetzt kommen die Single Boys. Du sagst, jetzt kommen die Single-Männer? Ja. Ich glaube auch. Ja. Also ich sag mal so, die Single-Männer gibt es natürlich, die sind aber nicht hier. Die sind in den Villen. Oh nee. Das heißt, ihr werdet die Single-Männer nicht zu sehen bekommen. Mhm. Ich kotze es auf jeden Fall an, dass ich die 12 Single-Boys noch nicht gesehen habe. Ich weiß, dass sie mir auf jeden Fall, egal wie sie aussehen, nicht das Wasser reichen können. Okay. Diese 2 Wochen, sie werden nicht die Single Männer sehen. Ihr werdet sie am Lagerfeuer durch meine Bilder sehen, aber die Männer, die werden nicht herkommen. Aufs Interesse hätte ich schon gern gesehen, ja. Es wartet schon die nächste Überraschung auf euch. Ja. Ihr müsst euch müssen sich jetzt verabschieden. Voneinander verabschieden. Okay. Ich will nach Hause. Ach, Baby. Ich heule. Diesen Teufel, das sage ich dir. Hallo. Ja, ich liebe dich. Das ist echt krass. Nicht weinen, Baby. Ich denke von einer Single Lady, dass sie eine große Herausforderung für dich ist. Ja, doch. Naja. Und dass du dann ein bisschen mit dem Feuer spielst. Und ich hoffe halt, dass du einfach nicht dich verbrennst. Ich verbrenne mich nicht. Ich bin selber Feuer. Von 10 Uhr. Ja, wer hat sie hier beworben? Ja, die wird euch jetzt schon nach Hause laufen. Ich wusste, dass er so weint. Und ich versuche jetzt gerade, die Starke zu sein. Wie immer in unserer Beziehung. Die triggern mich auch schon hart. Jetzt holen die sich ihre Männer und ab geht's. Richtig austauschen so. Ja. Frau, geh weg, neue kommt. Ja. Guck mal, zack, komm weg. Ja. Hi. Und tausch den Platz mit Gloria. Okay, tschüssi. Reißen wir die Hütte? Okay, cool. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Ich habe schon so ein paar Ideen, aber das verrate ich jetzt alles noch nicht. Für meine Freundin gehen zu lassen. Es war einfach nur, ich kann das nicht in Worte fassen, ich bin einfach nur mega traurig und ich will sie einfach sofort. Ja. Nur wenn sie da sind, den vergebenen Männern jeden Wunsch zu erfüllen. Jeden Wunsch zu erfüllen. Das musste noch nicht mal als Escort. Und die sind da, um jeden Wunsch zu erfüllen. Oh, das ist cringe. Ja, dann geht's rein in die Villa.
In die 350 IKEA Villa. Seht ihr aus? Ja. Ihr auch. Dankeschön. Da sind die Männer. Da ist Karl S. Ich schwöre, Karl S. Oh, ich weiß auch, ich finde die schon attraktiv, die Frauen. Die Frauen! Der Karl, wieder also vorweg, alles wie immer. Sehr sympathisch auf jeden Fall. Definitiv. Sehr schön gekleidet, sehr sympathisch. Ich fand's süß, wie die da standen und alle dasselbe Outfit anhatten und uns herzlich empfangen haben, ja. Ja, die müssen euch ja knacken. Wäre schlecht, wenn sie euch unherzlich empfangen, oder? Was war das für ein Blick gerade? Nee. Hilfe! Schön witzige Musik drüberlegen überall, Juri, ne? Ja, die sind überall. Alle sehr, sehr Merkt sympathisch. Sind richtig cool drauf, sind coole, verschiedene Charaktere, was mir sehr wichtig war. Ach so, okay, es ja, war gut. Ihr wichtig, dass das verschiedene Charaktere sind? Was laberst du? Du riechst voll gut. Danke. Lisa ist definitiv mein Typ. Optisch eine Granate. Ja, cheers! Ich bin der Dominik, ich bin 23 Jahre alt. Und bin dumm im Hut. Ich bin der ultimative Verführer, da ich erstmal zuhöre und alles analysiere und dann zuschnappe. Ich bin einfach ein Frauenschwarm. Frauenschwarm. Auch in der Villa der Männer kann die Party beginnen. Der Champagner steht bereit, die 8 übrigen Verführerinnen auch. Okay. Ich fühle mich einfach geil. Einfach, das ist so geil, das ist unfassbar. Auf was stoßen wir an? Auf eine geile Stage. Auf eine geile Stage. Da geht schon wieder los. Ja. Also Federn tut's auf jeden Fall. Auf mein Zimmer! Federn tut's auf jeden Fall. So, oh, das ist so, so oh, wir sind schlechte einfach. Mein erster Eindruck einfach heftig, muss ich mal echt so raushauen, so im Endeffekt, ne? Die Leute sind geil drauf, super drauf, partymäßig Stimmung, einfach Bombe. Und deswegen habe ich einfach Bock, die nächsten 2 Wochen zu genießen. Mhm. Ob die benötigt werden? Who knows? Ich bin mal gespannt. Also es wird auf jeden Fall abgehen so. Ich denke, die werden da echt jede Versuchung nutzen. Die werden Vollgas geben. Du willst komplett rein. Du springst jetzt wirklich rein. Verarsch mich nicht. Ich mach's. Wir haben einen Pool. Wir sind im Kopf. Ja, würde ich aber auch machen. Oh, die will sich nur eine Szene setzen. Warum ziehst du nicht ein Bikini an? Ziehst dich um? Aber nee, ja. Die will halt ein bisschen Aufmerksamkeit. Hopp, wer springt hinterher? Go! Der Karl, war ja klar. Warum mit Klamotten? Jetzt sieht das aus. Alles super, alles, ich bin happy, alles schön. Wird eine geile Zeit. Zähne leuchten heller als mein Leben. Ich bin Felix, 25 Jahre alt, komme aus Gelsenkirchen. Woher auch sonst? Ich bin einfach ein positiver Mensch, habe immer Bock auf immer alles. Ich will auf immer alles? Und den Männern wird klar, sie stecken in der Zwickmühle. Jetzt sind wir kurz unter uns. Ja? Nee, ich würde sagen, es wird heftig. Wird heftig, ne? Wird heftig. Wird heftig auf jeden Fall. Klar, die sind wahrscheinlich sehr offensiv, weil die sind auch alle sehr offen auf jeden Fall. Ja, nicht alle. Nee, ich bin überhaupt nicht offensiv. Alle aufziehen, aufziehen. Ja. Laute Musik. Ja, wir gehen jetzt mal runter in die Box, gucken, was da so Schönes abgeht. Was heißt das für ein Gespräch? Leute, wir sind gut eingekommen alles auf jeden Fall. Klar. Sehr auf jeden Fall. Geiler Empfang hier unten. Geil. Wir brauchen Zeug für Long Island Iced Tea. Genau. Und gute Musik. Okay. Wollen wir uns die Villa angucken? Wollt ihr uns ja, die Villa genau, zeigen? Ja, genau. Vielleicht zeigen? Fehlt euch mal die Namen, bis ihr merkt. Und das daneben? Das auch? Ja, danke. Momo. So, das ist mein Ranking. Mit dem ich Dates möchte. Dankeschön. Aber noch rumheulen, kann ich mir die Hand auf meinen Oberschenkel legen? Ja, ehrlich, kannst du deine Hand auf meinen Oberschenkel legen und die ist die erste, die sagt, könnte ich bitte den haben für die Dates, der ist genau meine Liga. Und wenn du danke. Zum Freund sagen, naja, wenn du die datest, dann küsst ja. Ich dich auch so. Ist aber die meisten die schlimmsten. Das ist ja immer das Problem, gell, Freunde? Die Kennenlernphase ist damit offiziell beendet. Wirklich geil. Ich glaube, bei der können wir gut was knacken, Mann. Ich sag's dir, vor allem, dass die direkt in den Pool rein. Das heißt so. Schon Jackpot, Mann. Eigentlich schon, Dicker. Ja, die mit dem Pool gesprungen ist. Ich bin David, ich bin 21 Jahre alt, ich komme aus Mainz und ich arbeite nebenbei als Fitnesstrainer. Fallen ja. Acht nehmen, denn ich wickel jede Frau um den Finger. Naja, genau. Um den Finger oder über die Zähne? Freunde, ich habe euch gesagt, hier werden Witze über das Aussehen gemacht. Ich mache auch Witze über mein Aussehen. Freunde der Sonne, alles gut. Es wird so geil. Die Mädels sind auch geil, einfach sehr positiv. Bei dem fehlt noch die Nasentätowierung. Das ist das, was ich brauche einfach. Sorry, da habe ich auch keinen Vertrag für mit, ne? Jungs sind auf jeden Fall bereit, was zu riskieren. Ja.
Okay. Sind die vergebenen Frauen weitaus tiefgründiger unterwegs? Mhm. Also treu war er schon immer. Es gab mal einen Vorfall, das war Anfang dieses Jahres, da hatte der mit einem Mädchen auf Insta geschrieben gehabt. Okay, wir geben es mal einfach mal aus, das Fake-Pärchen ist kein Fake-Pärchen. Wir tun es einfach mal so, als wenn die wirklich zusammen sind. Am Anfang haben sie über Musik geredet, dann ist die irgendwie auf Audios rübergesprungen, wo sie rumstöhnt und sagt, ja, ich kann ja Darstellerin werden. Und er war halt besoffen und ist voll drauf eingegangen und hat dann halt auch gesagt so, ja, sag mal meinen Namen und komm mal rum und so. Und ich habe das durch eine Freundin erfahren. Ich habe mit Absicht tagelang gewartet, um zu warten, ob er auf mich zukommt. Und dann ist halt nichts passiert. Und dann lag er auf der Couch und ich bin zu ihm hin. Und ich habe ihm noch die Frage gestellt, willst du mir irgendwas erzählen? Und dann er so, nee, was denn? Und dann ich so, bist du dir sicher? Der so, nee, ich wüsste jetzt nicht was. Ja, hast du mit jemandem geschrieben die letzten Tage? Nee, nicht, dass ich wüsste. Und dann ich so, okay. Ach, und dann noch gelogen? Und dann, also er meinte, er hat es in diesem Moment total vergessen gehabt. Ich kann nicht sagen, ob er das wirklich... Total vergessen, wenn eine Frau irgendwie stöhnt. Aha, ja. Aber ist das für dich fremdgehen? Ich bin ehrlich, sag erst mal du. Also es war schon so ein Punkt, der mich schon hart verletzt hat, weil das kratzt ja auch irgendwo an meinem Ego und an meinem... Natürlich. Hör mal zu, wenn du eine Nachricht kriegen würdest, wo eine deinen Namen reinstöhnst und du hättest diese Nachricht verlangt, ich hätte dir gesagt, alle klar, und ich stöhne jetzt das hart, das Wort, verpiss dich. So, und da ist die Tür, hätte ich dann gesagt. Und siehst du, ja, das kratzt ja irgendwo am Ego. Ich habe mit Milan Schluss gemacht, mit noch weniger von sowas. Und habe gesagt, da hat der Maurer ein Loch in der Tür gelassen, vorbei. Und er hat noch lange nicht sowas gemacht. Du weißt ja, ne? So, und die so, ja, hat mich schon verletzt, aber kratzt ja auch am Ego. Aber sonst hat es ja mir nicht fremdgegangen. Nein, ich denke mir halt so... Fremdgehen fängt doch schon im Kopf an. Das stimmt. Ganz das ehrlich, stimmt. Mal jetzt Real Talk. Ja. Fremdgehen fängt im Kopf an. Wenn du schuldige Gedanken hast, das kann doch schon Augenkontakt im Club sein. Wo auch immer, ganz ehrlich. Augenkontakt, ach so, ja gut, wenn der intensiv ist auf beiden Seiten. Ja, ja, okay, das ist was anderes. Aber gucken darf man, ne? Aber wenn jetzt ein Augenkontakt-Flirt entsteht, wo man ja spielt mit den Blicken, das ist was anderes. Das geht auch nicht, richtig, da hat er recht. Aber ansonsten ist generell normales Gucken ja erlaubt. Klaro. Ich vertraue Abdu eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen... Eigentlich? Oh, Patrick. Oh, ja, Patrick. Stell dir vor, ich würde so eine Memo finden. Stell mal vor, ich muss mir das gerade, das ist so. Oder du würdest von mir, von einem Typen eine finden, wo ich gesagt habe, ja, schick mir mit deiner geilen Stimme mal ein Memo, dass du meinen Namen, und dann hörst du so, oh, Yvonne. Ja, stell mal vor, da wäre die Beziehung auch aus, oder? Ja, deswegen. Freunde, Hilfe. Dass er da irgendeinen Blödsinn machen würde. Hat er doch schon per Insta. Versuchen, ihn quasi um Finger zu wickeln, wie weit sie gehen. Ja, die werden natürlich weit gehen. Ja, hat er. Wenn ist, schon so ist, denkst, ist schwer zu sagen. Pass auf, ganz kurz. Er hat mit einer anderen Frau geschrieben. Ja. Ja. Aber bei uns war es halt auch so, dass wir öftermals on-off hatten. Mhm. Und ich war mir nicht sicher, ob er da zu 100% trotzdem mit niemandem was hatte. Mhm. Also mir wäre es egal gewesen, ob er in der Zeit mit jemandem geschlafen hätte. Wäre es so, nicht egal gewesen? Doch, mir wäre es egal gewesen, weil er ist schon ein freier Mensch in der Situation. Ja, aber trotzdem ist das nicht schön. Und wenn er mich dann anlügt, ist es nochmal fünffach schlimmer. Klar. Ja. Ist ein F***boy gewesen? Ja. Ja, dann immer. Ist er immer noch? Hallo? Ich bin seit 6 Jahren mit ihm in der Beziehung. Wer weiß, ne? Ein F***boy bleibt ein F***boy. Ja. Bist du ein F***boy? Nein. Ja. Du bist nicht. Ich kann richtig gut vorstellen, dass er ein F***boy ist. Natürlich ist er das. Natürlich ist er das. Doch, definitiv. Weil du bist so ein Gentleman und so. Kann ich mir gut vorstellen, Benni. Du? Nee. Das glaube ich dir. Weil du bist so ein Süßer. Der sucht eine Goldiger. Der sucht eine Beziehung. Du suchst echt hier eine Beziehung. Voll auf Love-Stable. Das ist sehr grob. Beiden nicht vertrauen, aber. Wem willst du da vertrauen? Warum? Ich achte mich jetzt wirklich auf dem Alter. Ja? Wenn es passt, dann passt. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ist das schon mal gut. Also ich habe Frauen in meinem Alter. Ich verliere mal sehr stark die Hemmungen, wenn ich Alkohol trinke. Sprich, da können Dummheiten auf jeden Fall mal passieren. Aber sie hat zu mir zum Beispiel auch, die Jessie hat auch zu mir zum Beispiel gesagt gehabt, dass ich da ein bisschen aufpassen soll, sprich meine Grenzen kennen soll. Ob ich die wirklich einhalten werde, ist nochmal eine andere Sache. Ne?
Das ist ein Fake-Paar. Weil die Spannung aufbauen wollen. Das ist ein Fake-Paar. Das kannst du mir schlecht erzählen. Ja, schlecht, ne? Freunde, was denkt ihr? Seid ihr auch der Meinung, dass das ein Fake-Paar ist? Weil das, für uns ist das also ersichtlich, aber jeder hat ja eine andere Meinung, ne? Habt ihr eine Grenze abgesteckt? Wir haben gesagt, Sachen Intimität ist schon too much. Sprich, wenn es dann schon anfassen, drum und dran geht. Also sie hat zum Beispiel gesagt, wenn es jemand macht, ohne dass sie wirklich darauf auffordert, zu sagen, ey, komm mal strippen für mich, ist okay. Das sage ich auch nicht, aber genauso auch umgekehrt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich jetzt keine Aufforderung. Chill mal jetzt. Ich lass dir. Ich will auf jeden Fall mit Abdu noch flirten und ich möchte die Zeit genießen, noch mehr connecten. Ja, mal schauen, was kommt. Also vielleicht klopfe ich mal bei ihm. Guck mal, die Lippen. Alles. Guck mal, hör mal zu. Die ist 25. Das Gesicht ist halt so extrem schon gemacht. Das ist meine persönliche Meinung. Und da ist alles zu viel gemacht. Die hat überall Filler. Zu viel und schief. Das ist hart. Das ist echt zu viel des Guten. Weil ich habe ein gemachtes Gesicht, aber ich gucke immer, dass das nicht so viel ist. Hilfe! Das macht ja einen wiederum hässlich dann, ne? Ja. Schade. Das nächste Wenn Frauen Mal einfach bei so Temptation. Den Blick dafür verlieren, ne? Die ist wirklich ganz gefährlich. Aber mich nervt einfach nur, dass die jetzt sozusagen glauben, sie könnten ihn rumkriegen. Aber ich gönne es den Frauen nicht, dass sie die Zeit mit meinem Mann haben. Und wie verhält er sich, der Mann? Ich glaube, die nächsten Tage wird es keine Grenzen mehr geben. Wir sind echt im Arsch, Alter. Ich weiß halt nicht, wie die Eindrücke auf meine Freundin wirken. Ich finde, was wir gemacht haben, gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm? Warum hat der mal permanent den Drang, sich auszuziehen? Ja. Der hat sich da vorhin schon, also einen Tag vorher am Pool schon direkt ausgezogen. Jetzt? Hab ich auch gefragt. Warum zieht er sich immer auf, Freunde? Seine Freunde kriegen auch schon Gefühle. Es gibt immer Sachen, die nicht ganz so sind, wie er sich das vorstellt. Er lebt halt im Hier und Jetzt. Und das, was passiert, passiert. Ich glaube, der wird bald seine Freundin vergessen. Die Jungs sind auf der jeden schon falsch Fall geangelt. Guck mal, die zieht das Bärenauge noch so auf und macht ein Foto. Habt ihr das gesehen? Hilfe, Freunde. Sieht was für uns, ey. Oh Gott. Ich weiß nicht. Das Problem ist, dass ich dann automatisch auch mit dem Niveau sinke. Meine, ne, meine Aussprache, meine Sprüche, das Niveau sinkt automatisch. Oh nee, von prominent getrennt zu dem jetzt. Aber Freunde, ich bin sehr gespannt, wie weit die gehen, weil bei dem einen wegen der blonden Eulen, ich vergesse immer die Namen, für alle neuen Zuschauer in puncto der Darsteller, weil ich weiß ja, dass die meisten Darsteller auch immer meine Videos gucken. Ich habe ein Problem mit Namen, das ist nichts Persönliches gemeint. Bei mir heißen alle Frauen blond oder braune Olle. Das hat also nicht was mit, ich kann mir einfach keine Namen und generell keine Geburtstage merken. Also ich habe damit echt eine Schwäche. So, also wegen der Blonden, da bin ich gespannt, wie weit der Tätowierte gehen wird, ne? Ja, weil der sich ja jetzt schon auszieht, diesen Drang hat. Ich will wissen, wo ich denke, dass er eigentlich auf Männer steht. Was nicht heißt übrigens, ne, dass man, wenn man eine feminine Seite hat, dass man direkt auf Männer steht. Aber guck mal, ich bin mit 4 habe ich Ballett angefangen. Ich bin damit groß geworden, mit Männern, die auf andere Männer stehen. Und für mich ist das so irgendwie ersichtlich. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Das ist nur meine Meinung. Da bin ich gespannt, ob der sich antatschen lässt. Was mit der zu viel gemachten Ollen ist, wie die sich, weil die ist 100 pro auf Fame da drin, nur um Fame zu bekommen. So, und ich bin gespannt, was der Typ von der Escort-Dame macht. Ob der mehr macht. Weil er gesagt hat, jeder hat bei mir eine Chance. So. Ja, und ich hoffe, sie bleibt treu dann. Und ich hoffe, ja, sie bleibt treu. Das wirst du sehen. Sie bleibt treu. Die bleibt treu. Das sage ich dir. Die bleibt treu. Gerade die. Willst du eine Wette machen? Ja, wir machen eine Wette. Auf was wetten wir denn? Ich sag nee. Ich weiß du, nicht. Nein, aber du sagst nee? Ja, ich will ja gegen dich wetten jetzt. Ach so, ja, ich sag, die bleibt treu. Okay, jetzt was die verwetten wir? Okay. Auslegungssache, was ist okay. treu, was nicht? Eine Challenge. Also, was ist treu, was ist nicht treu? Also genau, also nicht treu ist, wenn sie wie bei den anderen vorherigen Staffeln im Bett wirklich Intimitäten aus, also kuscheln, wo man wirklich merkt, da kommt eine Intimität zustande und die mögen sich sehr. Das ist schon für mich treu. Ja gut, wir beide haben eh die gleiche Meinung und Auffassung, deswegen wenn wir beide... Genau, wir und beide, natürlich okay. körperliche Untreue. Wir haben eh die gleiche Auffassung von Treue. Aber jetzt so strippen oder also so Spaß haben und ja, so, das ist was anderes. Wir haben gleiche Auffassung von Treue. Das stimmt, das haben wir. So, aber lass sie mitbestimmen. Der Verlierer muss was tun. Ja, da, schreibt in die Kommentare rein. Doch, der mit dem meisten Like, der Kommentar, das müssen wir machen. Aber Freunde, etwas, was uns nicht demütigt, was uns nicht, was nicht zu allzu assi oder so ist. Sonst machen wir jeden Spaß ja mit. Der Verlierer muss was tun, schreibt es unten in die Kommentare. Und der Vorschlag mit den meisten Likes, ja, oder der
am meisten genannt wurde, das wird dann zur Challenge. Und auflösen tun wir das sofort, sobald sie fremd geht, ist das ja, habe ich dann schon verloren. Und wenn sie bis zum Schluss durchgezogen hat, wissen wir am letzten Tag, dass ich gewonnen habe. Und dann musst du das tun. Ja, ist gut, dass ich echt die gleiche Auffassung habe von treu und untreu. Deswegen. Hoffentlich noch vor deinem nächsten Fußballvertrag. Dann wird es nicht allzu peinlich für den neuen Verein für dich. Ich schwör's dir. Wula Bila in der dritten Folge hast du schon verloren. Wula Bila. Wula Bila, nein. Nein. Milieu-Mädchen halten zusammen. Mach die nicht. Die geht nicht fremd, sag ich dir. Die hat ganz andere Sorgen, Alter. Nee, so Freunde, ja dann, ab geht's in die Kommentare. Dann hoffentlich ansonsten hat's euch unterhalten heute. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Ich hab euch lieb, bleibt gesund. Tschüss zusammen.